In diesem Video geht es um drei einfache Sätze zur Konvergenz, die intuitiv klar sind, um deren Beweise und deren Anwendungen. Fangen wir auch gleich mit dem ersten Satz an. Das ist das sogenannte Sandwich-Lemma oder der Einschnürungssatz und der ist intuitiv relativ schnell klar. Wir stellen uns vor, wir haben zwei Folgen, AN und BN, also hier zum Beispiel diese BNs, hier die ANs. Und wir haben eine weitere Folge CN und diese Folge ist irgendwie dazwischen. Die wird so ein bisschen eingeschnürt von den beiden, ne? So wie bei einem Sandwich. Und die Idee ist, dass wenn wir wissen, dass AN und das BN beide gegen den gleichen Grenzwert A konvergieren und diese Folge CN beide einschnüren, ne? Dieses CN ist immer wie ein Mittelelement im Sandwich dazwischen, dann muss dieses CN ebenfalls konvergieren gegen den gleichen Grenzwert. Und das ist das, was das Sandwich-Lemma sagt. Wir gehen davon aus, dass wir AN, BN und CN reelle Folgen haben, mit der Eigenschaft, dass AN für N gegen unendlich gegen A läuft und BN für N gegen unendlich ebenfalls gegen A läuft. Und wir nehmen weiterhin an, dass CN fast immer zwischen AN und BN liegt. Fast immer heißt bis auf endlich viele Ausnahmen. Das heißt, es gibt ein Groß N, sodass für alle Folgenglieder ab diesem Groß N, also für alle klein n größer gleich Groß N gilt, dass AN kleiner gleich CN kleiner gleich BN. Das heißt, es muss nicht für alle Folgenglieder gelten, aber für fast alle, also ab einem gewissen Zeitpunkt, muss dieses CN eingeschnürt werden. Dann konvergiert auch CN gegen den gleichen Grenzwert. Das heißt, CN läuft auch für N gegen unendlich gegen A. Das ist also das Sandwich-Lemma. Kommen wir dann auch jetzt direkt zum Beweis. Wir sagen, naja, gelte. Wir haben so eine Folge AN, die gegen A läuft, für N gegen unendlich. Und wir haben BN, die ebenfalls gegen A läuft, für N gegen unendlich. Und ein Groß N, sodass für alle N größer gleich Groß N gilt, dass AN kleiner gleich CN kleiner gleich BN gilt. Um jetzt zu zeigen, dass CN konvergiert, machen wir es wie immer. Wir setzen in irgendein Epsilon voraus, sei also Epsilon größer 0. Da jetzt AN gegen A und BN gegen B läuft, gibt es N1 und N2, so wie wir das im vorherigen Beweisen schon mal gesehen haben, sodass die Folgenglieder ab dort jeweils in der entsprechenden Epsilon-Umgebung liegen. Also wegen AN gegen A und BN gegen A gibt es N1 und N2, sodass für alle n größer gleich n1 gilt, dass an in a minus epsilon bis a plus epsilon liegt und für alle n größer gleich 2 gilt, dass bn in a minus epsilon und a plus epsilon, also in der Umgebung, liegt. Das Ganze visualisieren wir nochmal, wie wir uns das vorstellen müssen. Also, wir haben irgendwie die Folgen. Wir haben irgendwo unseren Grenzwert a und wir haben eine epsilon-Umgebung drumherum. Und wir haben drei Folgen, die spannend sind. Wir haben einmal die Folge AN, die gegen diesen Grenzwert läuft. Wir haben außerdem eine Folge BN, die auch gegen diesen Grenzwert läuft. Ich stelle jetzt mal da, als von oben kommt, müsste aber prinzipiell nicht. So, das ist schon mal die Voraussetzung. Jetzt machen wir diese Epsilon-Umgebung noch so ein bisschen klarer. So, das ist hier so ein Schlauch drumherum.
Dabei ist das gelbe AN und das grüne ist BN. So, und dann machen wir mit dem Grün weiter. So, bei dem Grünen ist das hier so runtergehen. Dann ist das N2, also der Index ab dem, also hier fängt es an, das ist der Index, ab dem alle Folgenglieder in der Epsilon-Umgebung liegen. Und für A, da haben wir das Ganze ja N1 genannt und das sagen wir mal nicht hier. Und dann haben wir noch außerdem die Folge C, die zeichne ich auch nochmal ein. Und die soll ja zwischen A und AN und BN liegen. Das muss ja aber nicht für alle liegen, sondern auch erst ab irgendeinem Punkt. Also ich lasse die mal einfach hier so lang laufen. So, läuft irgendwie hier lang, hier hoch. Und jetzt plötzlich, ab hier liegt sie immer dazwischen. Und das hier, das ist unser Groß N. Das ist der Punkt, ab dem die Folge CN immer zwischen AN und BN liegen soll. Gut. So, also das ist die Ausgangslage. Setze jetzt N' gleich dem Maximum aller dieser drei Groß-Ns, also N, N1, N2. N2. So, was wir jetzt wissen, das ist also das Maximum an der Stelle. Jetzt in diesem Beispiel, bei dieser Visualisierung ist das offensichtlich hier auch N', also das, was am weitesten rechts liegt. Und ab diesem Punkt wissen wir, dass erstens alle Folgenglieder von AN in der Epsilon-Umgebung liegen, alle Folgenglieder von BN in der Epsilon-Umgebung liegen und außerdem, dass CN für alle Folgenden ebenfalls zwischen AN und BN liegt. Das heißt, wir wissen jetzt, für irgendein beliebiges N größer N', also sei nun N größer gleich N', also das zeichnen wir mal hier ein. Nehmen wir mal an, das sei es irgendwie hier so ein N. Also hier vielleicht, hier geht es so runter. Da sei jetzt ein kleines N, so ein Index. So. Dann gilt. Dass a minus epsilon kleiner als an ist. Das liegt daran, weil wir wissen, dass alle Folgenglieder an, die jetzt kommen können, die müssen in dieser epsilon-Umgebung liegen. Wir haben das n haben wir hier, das liegt auf jeden Fall rechts von unserem n', und das n' ist das größte aller dieser n's, die wir hier hatten. Und insbesondere ist es größer gleich dem N1, das heißt, hier liegt sicherlich ab hier liegen sicherlich alle ANs in dieser Epsilon-Umgebung, sind also größer gleich A minus Epsilon. Das heißt, das gilt auf jeden Fall schon mal. Außerdem gilt, und es gilt, dass BN kleiner ist als A plus Epsilon. Das ist das ganz analoge Argument, nur jetzt für die Bs. Weil wir hier wieder so ein N haben, was rechts von dem N' liegt. Das N' liegt auf jeden Fall rechts von dem N2. Und ab dem N2 liegen alle Folgenglieder von Bn hier in dieser Epsilon-Umgebung. Das heißt, das Bn muss sicherlich kleiner sein als A plus Epsilon, was ja hier oben ist. Das ist ja A plus Epsilon. Wenn das hier in diesem Schlauch da rumliegt, dann muss es kleiner sein. Also das wissen wir ebenfalls. Und was wir außerdem wissen, jetzt kommt diese Einschnürungseigenschaft. Und diese Einschnürungseigenschaft sagt, das gilt, dass an kleiner gleich cn kleiner gleich bn gilt. Und jetzt setzen wir es einfach zusammen. Wir wissen, dass an kleiner gleich cn ist und an aber größer ist als a minus epsilon. Also
gilt auch, dass a minus epsilon echt kleiner ist als cn. Und ganz entsprechend für die b's ist das wiederum echt kleiner als a plus epsilon. Und damit liegt das cn in der epsilon-Umgebung um a für alle klein n größer gleich groß n. Und damit ist cn in dem Intervall von a minus epsilon bis a plus epsilon. Und das gilt natürlich sogar für alle klein n größer gleich n Strich. Und deshalb wissen wir, dass die Folge cn, dass die konvergiert gegen den gleichen Grenzwert, in dem Falle ebenfalls gegen a. Also wir können eben jetzt noch dazu schreiben, dass deshalb cn ebenfalls gegen a läuft für n gegen unendlich. Und damit sind wir auch schon durch mit dem Beweis des Sandwich-Lemmas. Betrachten wir jetzt ein Beispiel, eine beispielhafte Anwendung. Und was wir bestimmen möchten, ist den Grenzwert für eine Folge cn gleich n durch 2 hoch n. Das Erste, was man sieht, ist, man kann durch vollständige Induktion Folgendes zeigen. Durch vollständige Induktion, ständige Induktion, zeigt man, dass n Quadrat kleiner gleich 2 hoch n für alle n echt größer als 3 ist. Damit gilt aber auch, für alle n größer 3, dass 1 durch 2 hoch n kleiner gleich 1 durch n Quadrat ist. Und nach Multiplikation mit n, auch 1, n durch 2 hoch n kleiner gleich 1 durch n. So, was wir jetzt wissen ist, dass wir eine obere Folge haben, die gegen 0 läuft. Das ist unsere bekannte 1 durch n Folge. Es gilt, dass 1 durch n gegen 0 läuft für n gegen unendlich. Außerdem gilt, dass n durch 2 hoch n, dass das immer echt größer 0 ist, ja, weil Zähler und Nenner positiv sind. Und Nenner positiv sind. So, und damit haben wir eine Sandwich-Situation. Unten ist die 0, oben ist das 1 durch n. Beide laufen gegen 0, also die Folge, die immer konstant 0 ist, die konvergiert natürlich auch gegen 0. Hier ist die Folge, a n gleich 0, also die konstant 0 ist, die ist unten. Und bn gleich 1 durch n oben. Und nach Sandwich-Lemma, und beide konvergieren gegen 0, und beide konvergieren gegen 0, konvergieren gegen 0, also muss auch cn, was ja ab n größer 3 immer dazwischen liegt, ebenfalls gegen 0 konvergieren nach Sandwich-Lemma. Nach 0 konvergieren
Hirn nach Sandwich-Lemma. Lemma. So, diese Erkenntnis hätte man natürlich auch aus einem vorherigen Video aus den Grenzwertsätzen ziehen können, aber genau diese Grenzwertsätze hatten wir nicht bewiesen, sondern die Beweise würden genau so funktionieren. Und hier sieht man es eben direkt. Der zweite Satz, den wir angucken, ist der Satz, der besagt, dass Konvergenz Anordnung erhält. Also wir nehmen zwei konvergente Folgen, AN und BN, mit der Eigenschaft, dass AN gegen A konvergiert und BN gegen B konvergiert und AN kleiner gleich BN ist für alle N. Und behaupten, dann muss auch der Grenzwert A kleiner gleich B sein. Sehen wir im Beispiel, hier haben wir die Funktion, hier haben wir die Folge BN. BN ist definiert als 1 durch 2N und AN ist definiert als 1 durch N. Und man sieht, hier ist an der Stelle immer BN kleiner gleich AN. Tatsächlich sieht man sogar noch ein bisschen mehr, aber dazu später. Beide laufen auf den gleichen Grenzwert und der ist in dem Falle sogar gleich. Also BN läuft gegen 0 und AN läuft auch gegen 0. Und deswegen besteht entsprechend die Beziehung 0 kleiner gleich 0. Also für die Grenzwerte bleibt das entsprechend erhalten. Was man in diesem Beispiel noch sieht, ist, dass selbst wenn die Folgenglieder jeweils, egal welche Folgenglieder man anguckt, wenn man so also ein Paar anguckt, AN und BN, dann gilt sogar für dieses Beispiel, dass AN echt kleiner ist als BN. Aber daraus folgt nicht, dass das auch für die Grenzwerte gelten muss. Für die Grenzwerte erhält man auch in diesem Falle nur ein kleiner gleich, wie man hier nämlich sieht, weil beide den gleichen Grenzwert 0 haben. Und das, obwohl die eine Folge immer echt oberhalb der anderen ist. Ansonsten ist aber dieser Satz, denke ich, sehr einleuchtend und direkt verständlich, was er besagen soll. Ne? Wenn die eine Folge immer unter der anderen liegt, dann wird das auch für die Grenzwerte gelten. Kommen wir nun zum Beweis. Wir sagen wieder, gelte AN läuft gegen A, BN läuft gegen B, für N gegen unendlich und AN kleiner gleich BN für alle N. Und wir nehmen jetzt an, also wir wollen zeigen, dass dann, also zu zeigen, ist jetzt, dass a kleiner gleich b ist. Und wir machen diesen Beweis durch Widerspruch. Beweis durch Widerspruch. Widerspruch. Wir nehmen an, dass a größer b gilt. Also, dass eben dieses a kleiner gleich b nicht gilt, also b a echt größer als b ist. Auch das machen wir uns einmal wieder ein bisschen von der Intuition her klar, wie das Ganze aussehen soll. Wir haben hier das b also in diesem Fall und dann haben wir hier das a. Und die Folge an, die soll irgendwie auf dieses A zulaufen. Und die Folge BN soll irgendwie auf dieses B zulaufen. Das ist die Situation. Wir wählen jetzt das Epsilon. Wir wählen Epsilon gleich a minus b durch 2. Also so, dass es genau hier auf die Mitte passt. Das soll genau die Idee sein. Das Epsilon wird genau so groß gewählt, dass es den Abstand von a und b in der Mitte teilt. Da wir aber außerdem wissen, dass
a gegen a und b gegen b konvergiert, muss es auch für dieses Epsilon, es muss ja für alle Epsilon größer 0 gelten, und weil a und b nicht gleich sind, deswegen ist Epsilon größer 0, also wegen a ungleich b gilt Epsilon größer 0 und wegen der Konvergenz von an gegen a und bn gegen b gibt es ein Groß N, sodass für alle klein n größer gleich Groß N gilt, dass an in a minus Epsilon in dem Intervall ist bis a plus Epsilon und bn im Intervall von a b minus Epsilon bis b plus Epsilon. So, dieses n, also wie in dem Beweis vorher, gibt es ein n für die Folge an, es gibt ein n für die Folge bn und dann nehmen wir einfach das Maximum der beiden und das ist dann dieses Groß N. Das machen wir so wie in den vorherigen Beispielen auch. So. Dann gilt aber auch, dass an größer ist als a minus Epsilon. Jetzt ist a minus Epsilon, aber wie man ja sieht, ist ja genauso gewählt, das gleiche wie b plus Epsilon. Ist ja, das Epsilon teilt ja genau den Abstand zwischen a und b in zwei Teile. Das heißt, a minus Epsilon ist gleich b plus Epsilon. Das heißt, an ist größer als b plus Epsilon. B plus Epsilon ist aber nach der Voraussetzung größer als bn. Und das ist ein Widerspruch zu dem, was man hier auch schon sieht, nämlich, dass an kleiner gleich bn ist für alle n. Also wir haben hier eine Verletzung dieser Voraussetzung und das sieht man hier an der Stelle auch, weil damit das hier in die Visualisierung gepasst hat, musste ich die ans schon hier oben hinschreiben und die bns schon hier unten, weil sonst hätte es nicht gepasst und das ist auch genau das, was man hinterher jetzt im Widerspruch sieht. Damit ergibt sich ein Widerspruch. Widerspruch zu a n kleiner gleich b n für alle n. Also war die Annahme falsch. Annahme falsch. Und es muss a kleiner gleich b gelten. Der letzte Satz, der vereinigt Monotonie und Konvergenz mit Beschränktheit. Und der Satz ist wie folgt. Eine monotone Folge konvergiert genau dann, wenn sie beschränkt ist. Wenn die Folge monoton wachsend ist, ist das Supremum, das ist die kleinste obere Schranke, der Grenzwert. Wenn die Folge monoton fallend ist, ist das Infimum, die größte untere Schranke, der Grenzwert. Gucken wir uns nochmal ein Beispiel an. Angenommen, wir haben so eine Folge wie hier, die ist monoton steigend, in dem Fall ist sogar streng monoton steigend und außerdem ist sie beschränkt nach oben, wie man hier sieht. Und dann folgt nach diesem Satz, dass diese Folge konvergent sein muss und der Grenzwert dieser Folge muss die kleinste obere Schranke sein, die man hier wählen kann, in dem Falle ja, das Supremum, also hier zum Beispiel dieses a. Wichtig ist, dass Beschränktheit an der Stelle alleine nicht reicht, wenn man zum Beispiel eine solche Folge hier angucken würde. Diese Folge, die ich hier angegeben habe, die ist zwar sowohl nach oben als auch nach unten beschränkt. Die wird immer hier zwischen 1 und 2 bleiben. Es gibt eine größte untere Schranke, das sogenannte Infimum. Das ist in dem Falle 1. Es gibt ein Supremum, das ist die 3. Und die Folge wird immer dazwischen sein. Aber nichtsdestotrotz
konvergiert die Folge nicht. Und der Grund ist, dass sie eben an der Stelle, dass sie eben hier nicht monoton ist. Sie ist weder monoton fallend noch monoton wachsend, weil hier geht es nach oben, hier geht es nach unten, hier geht es wieder nach oben. Das heißt, die erfüllt nicht die Monotonie-Eigenschaft und ist entsprechend auch nicht konvergent, wie man hier leicht sieht, weil es gibt keinen Grenzwert. Es ist weder die 2 noch die 1 noch die 3 noch irgendwas anderes, wo sich da diese Folge beliebig annähert. Also nur einer der beiden Eigenschaften reicht nicht. Man braucht wirklich Monotonie und Beschränktheit dafür, für die Konvergenz. Kommen wir jetzt zum Beweis. Sei, wir nehmen nur einen Fall an, der andere geht dann analog, sei AN eine monoton wachsende beschränkte Folge. Und sei A die kleinste obere Schranke. Obere Schranke. Schranke, eben das sogenannte Supremum. Zu zeigen ist das dann an für n gegen unendlich gegen a läuft. Das machen wir über die Definition. Wir wählen ein Epsilon größer 0. Sei dazu Epsilon größer 0. So, wir gucken wieder, wie ist so ein bisschen die Idee. Wir haben eine Folge, wir haben hier so ein a. Um das a wählen wir so ein Epsilon herum. Das A ist das Supremum, die Folge ist streng monoton, es muss nicht streng sein, ist monoton steigend. Das heißt, jeder spätere Folgenwert ist größer oder größer gleich dem vorherigen. Aber das A ist eine obere Schranke, und das heißt, darüber hinaus geht es nicht. Und es gibt keine andere obere Schranke, die kleiner ist. Also hier ist so ein bisschen die Situation nochmal visualisiert. Das Epsilon ist so eine Umgebung herum. So, die Richtung, hier ist das Epsilon. So, wir betrachten jetzt A minus Epsilon. Da A aber die kleinste obere Schranke ist, kann a minus Epsilon keine obere Schranke sein, weil a minus Epsilon ist ja kleiner. Weil a aber die kleinste ist, kann das keine obere Schranke sein. Keine obere Schranke sein. Von a n sein. Also gibt es mindestens ein Folgenglied. Es ein a n mit Index n, Index groß n, mit der Eigenschaft, dass a n größer ist als a minus epsilon. Weil wenn es das nicht geben würde, dann wäre a minus epsilon ja obere Schranke, was hier nicht sein kann. Da aber a n monoton steigend ist, gilt für alle n größer gleich groß n, dass a klein n größer gleich a mit Index groß n ist, was wiederum echt größer ist als a minus epsilon. Da außerdem a obere Schranke ist, gilt auch für all diese a n's, dass a n
kleiner gleich a ist, was wiederum echt kleiner ist als a plus Epsilon. Und damit gilt, dass eben für alle klein n größer gleich groß n gilt, also für alle n kleiner gleich groß n, dass a n im Intervall ist von a minus Epsilon bis a plus Epsilon. Und das zeigt die Konvergenz. Damit gilt auch, dass a n gegen a konvergiert für n gegen unendlich. Weil wir haben gezeigt, egal wie wir das Epsilon wählen, ab einem bestimmten Punkt, ab einem n, da sind alle Folgenglieder in der entsprechenden Epsilon-Umgebung drin. Das ist genau die Definition. Und damit haben wir auch das letzte Lemma bewiesen.